Salzteig ist günstig und ungiftig. Dadurch ist der Teig ideal für das Basteln mit Kindern. Besonders günstig ist der Salzteig, wenn man ihn selber macht. Für Salzteig benötigt man nur 3 Zutaten: Mehl, Wasser und Salz. Wer den Teig noch etwas geschmeidiger machen möchte, kann zudem noch etwas Öl hinzufügen. Zunächst einmal werden das Mehl und das Salz in einer Schüssel vermischt. Dann das Wasser hinzufügen und die Zutaten zu einem glatten Teig kneten, bis er weich und geschmeidig ist. Nun den Teig auf einer bemehlten Oberfläche ausrollen und nach Belieben formen. Man kann Formen ausstechen oder den Teig frei formen. Die fertigen Werke aus Salzteig dann auf ein Backblech legen und für mehrere Stunden oder über Nacht an der Luft trocknen lassen. Wenn der Salzteig vollständig getrocknet ist, kann man ihn bemalen oder lackieren.